Daten, also vom Foto selber, muss erstmal die Collage erstellt werden, wie die Fotos alle übereinander liegen. Und dann haben wir fertige Druckdaten bekommen, also im Prinzip die kompletten Bilder übereinander gelegt. Die werden dann bei uns im Digitaldrucker gedruckt und letztendlich noch ein Glanzschutzlaminat drüber, damit die Folie und die Tinte auch schön lange halten. Wenn die Folie fertig da ist und der Bus fertig gereinigt ist, machen wir in dem Fall, legen wir Knifeless-Tape auf den Lack. Das ist ein spezieller Faden, der in einem Klebeband eingearbeitet ist. Und nach dem Kleben kann man einfach, einfach ist auch wieder mit ein bisschen Übung, den Faden rausziehen und dadurch wird die Folie geschnitten und wir müssen nicht mit der Klinge auf den Lack gehen. Das ist auch sehr gut, dass man nachts schlafen kann, weil man einfach weiß, die Autos rosten nicht, die man beklebt hat. Wenn der ganze Folien Streifen dann auf dem Bus klebt, werden die ganzen Stellen ausgeschnitten, Blinker, das Lüftungsgitter hinten und so weiter. Und dann werden alle Kanten und auch die Flächen nochmal mit dem Föhn nachbearbeitet, einfach um dem Kleber nochmal einen Schubs zu geben, dass er anfängt richtig gut zu arbeiten, zu halten, und man geht einfach nochmal seine komplette Arbeit ab, um einfach nochmal zu kontrollieren, ob alles passt. Ist schon ein bisschen speziellerer Auftrag, gerade weil es ist ja nicht nur eine Werbebeklebung. Hier geht man dann schon noch mal mit einer anderen Sorgfalt und Leidenschaft dann daran. Das Ergebnis oder auch die Freude auf das Produkt ist auch viel größer, als wenn es eine normale Werbebeklebung ist. Und es macht dann natürlich auch mehr Spaß, wenn man hinterher in mehr strahlende Gesichter schaut.